Nur von Staatssicherheit und SED zu sprechen, wenn man die DDR meint, macht die Sache zwar einfach, ist aber nicht weniger falsch, als es einst die DDR in ihrer rosaroten Selbstdarstellung war. Die westdeutsche Politik überließ den ostdeutschen Aufklärern und den Medien die Mielke-Hinterlassenschaft als Spielwiese und machte politisch und ökonomisch Nägel mit Köpfen. Die Treuhandanstalt nahm ihre Arbeit auf, die im Wesentlichen darin bestand, das anonyme ostdeutsche Volkseigentum in konkretes westdeutsches Privateigentum zu überführen. Kohl versprach den Ostdeutschen die D-Mark und sicherte so seine gesamtdeutsche Wiederwahl, die im Westen zumindest in Frage gestanden hatte. Bis zu ihrer Auflösung hatte ich gemeint, mit dieser ganzen DDR wenig am Hut zu haben. Das änderte sich nun. Hatte ich bis dahin, wenn ich im Ausland war, möglichst gar nicht über meine ostdeutsche Herkunft gesprochen, so begann ich jetzt Wert darauf zu legen. Diese DDR war im Guten wie im Bösen mit 40 Jahren meines Lebens verbunden. Ich hatte sie zwar nie geliebt, habe mich oft für sie geschämt, aber ich habe sie ertragen. Ich wurde hier nicht, ich habe gelebt. Dieses Leben habe ich mir nicht ausgesucht, bin aber hier geblieben, obwohl ich anders als die meisten gefahrlos hätte weggehen können. Für das, was ich getan oder nicht getan habe, fühlte und fühle ich mich selbst verantwortlich. Die DDR-Umwelt hat mich zwar geformt, sicher auch verformt, aber ich kann etwas dafür. Als DDR-Bürger fühlte ich mich erst, wie viele andere Ostdeutsche auch, als die DDR untergegangen war. Dankeschön.